Liebe Freunde auf YouTube, mein Name ist Dominik, ich bin Rechtsanwalt und heute ein neues Video aus der Reihe Jura-Klischees widerlegt. Ein Klischee, das man ziemlich häufig hört, kennt ihr bestimmt alle, wenn ihr Jura studiert und mit Nicht-Jura-Studenten euch unterhaltet. So, Jura, oh, dann müsst ihr die ganzen Gesetze auswendig lernen. Und man muss es den Leuten mal deutlich machen, das Einzige, was Juristen und vor allem angehende Juristen, Jura-Studenten nicht machen müssen, ist Gesetze auswendig zu lernen. Das ist das Einzige, man muss viel machen, man muss einen Haufen Entscheidungen lesen, man muss verschiedene Sachen auswendig lernen, wenn es darum geht, Theorien zur Anwendung, zur Auslegung von Gesetzen irgendwie sich anzueignen. Ja, aber das Einzige, was man nicht muss, sind Gesetzestexte auswendig zu lernen, weil die Gesetze hat man ja immer dabei. So wie wer euch vorstellt, früher in der Mathe-Klausur hattet einen Taschenrechner, das ist so ab der 12. Klasse oder so, glaube ich, ne? 11., 12. Klasse hat man einen Taschenrechner. Und genauso ist es im Jurastudium auch, man hat die Gesetze dabei. Im Physikunterricht war es die Formelsammlung. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, mit der Formelsammlung allein und genauso ist es mit dem Taschenrechner. Wenn man nicht weiß, wie man den Taschenrechner verwendet, dann kommt man auch nicht weiter. Im Prinzip ist es genauso mit den Gesetzestexten auch. Aber, um das Klischee zu widerlegen, das Einzige, was ihr nicht machen müsst im Jurastudium, sind Gesetze auswendig zu lernen. Und insgesamt, wenn ich jetzt so zurückblicke auf mein Jurastudium und auch das, was ich, wenn ich so das bedenke, was ich von ganz vielen Studenten höre, die studieren, man konzentriert sich immer viel zu sehr darauf, Dinge auswendig zu lernen. Also so, man liest nicht das Gesetz, sondern man liest gleich im Lehrbuch und kauft sich gleich noch Karteikarten dazu und dann kauft man sich noch ein Übungsbuch dazu und dann fängt man an, diese ganzen Sachen anzustreichen, zu untermalen und irgendwie rauszuschreiben und auswendig zu lernen. Aber was man viel zu selten macht, ist eigentlich wirklich im Gesetz zu lesen. Prägt euch das Gesetz ein. Das wäre so eigentlich, wenn ich einen Tipp geben müsste, was hätte ich auch vielleicht schon früher anders machen sollen im Studium. Ich habe auch viel zu häufig irgendwie Sekundärliteratur mir reingezogen. Und anstatt einfach mal wirklich das Gesetz zu lesen und zu überlegen, warum gibt es diese Regelung, was hat sich der Gesetzgeber wahrscheinlich dabei gedacht, was ist auch der Unterschied von Absatz 1 zu Absatz 2 und der Unterschied von Absatz 2 zu Absatz 3 und was ist der Unterschied zum nachfolgenden Paragraphen und zu dem, der vielleicht davor ist. Gibt es eine Systematik, weil ihr könnt davon ausgehen, ihr könnt unterstellen, der Gesetzgeber hat eine Regelung immer nur einmal ins Gesetz eingepflanzt. Es wird keine Regelung geben, die zweimal denselben Fall abdeckt, in der Theorie des Gesetzgebers. Also überlegt euch, okay, was wird der wohl gemeint haben, und wenn ihr mal so eigene Gedanken anstellt, dann werdet ihr sehr schnell merken, es ist viel einfacher zu verstehen, was der Gesetzgeber wahrscheinlich gemeint hat. Vor allem, wenn ihr dann irgendwie so Dinge durchliest wie Gesetzesbegründung oder irgendwelche dogmatischen Sachen zu dieser Regelung. Ne? Und das ist das, womit man arbeiten muss. In der Klausur, wenn gar nichts geht, wenn ihr nichts wisst, worum das geht, ihr habt nur das Gesetz. Also, Klischee widerlegt, als Jurist muss man doch nur Gesetze auswendig lernen. Nein, das ist das Einzige, was man nicht muss. So, ich habe noch ein Klischee für euch, aber das diskutieren wir nicht in diesem Video, sondern im nächsten Video. Und ich wünsche euch jetzt einen schönen Resttag und wir sehen uns bald mit einem neuen Video. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Und wenn ihr, ganz wichtig, noch keine Abonnenten seid, dann unbedingt jetzt sofort den Kanal abonnieren. Wir sehen uns, bis dann, macht's gut. Euer Dominik.